Moinsen, Videospielcode hier. Endlich geht's weiter mit Mario Kart. Ich hatte jetzt ja eine relativ lange Pause auf meinem Kanal mit Mario Kart Videos. Das heißt aber nicht, dass ich in der Zwischenzeit kein Mario Kart gezockt habe. Ja, ich bin besser denn je. Habe ordentlich mit Yoshi trainiert. Den kennt ihr ja noch aus einigen Parts. Und tja, jetzt wird's langsam mal Zeit hier für die letzten Pokale. Ja, ich würde sagen, machen wir mal gespiegelt. Das ist der Pokal, den ich am wenigsten mag, aber wenn ich den schaffe, dann habe ich es endlich fertig. Muss ich mich nicht mehr damit abgeben. So, natürlich die Biberleiche dabei, Standard-Card. Auf geht's. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe zwar mit Yoshi trainiert, aber wir haben halt zu zweit immer die Pokale erspielt und das ist natürlich ein Tick leichter, als wenn man alleine spielt. Weil man sich dann natürlich ein bisschen Rückendeckung geben kann oder dann schießt der zweite natürlich nicht den blauen Panzer ab. Solche Geschichten. Aber ich denke, ich fühle mich bereit jetzt alles auf dreifach Gold zu spielen. Wird schon schief gehen. Haha, sauber abgezogen. Das ist keine Chance, Mario. Mario, das ist keine Chance gegen Luigi, Mario. Wer kam eigentlich auf die Idee? Ganz ehrlich. Also, dass die beide Mario mit Nachnamen heißen. Ich finde das so behindert. Gut, es hieß ja schon seit jeher Mario Brothers. Die wenigsten wussten, dass sich das natürlich auf den Nachnamen bezieht, weil es sind Mario-Brüder, keine Ahnung, wie die sagen könnte, die Müller-Brüder oder so, wisst ihr, was ich meine? Aber ich finde, wieso heißen die Mario mit Nachnamen? Und nicht Pizza, Spaghetti, irgendwas Italienisches. Ohne jetzt zu rassistisch zu wirken, aber weiß nicht. Wer nennt sein Kind denn Mario, wenn der Nachname Mario lautet? Was ist das für eine Mutter? Aber naja. Wir wissen ja nicht, wie die Mutter ist. Also ich würde mal sagen, läuft. Das scheint mein erster Sieg zu werden, heute. So wie es sein muss. Ah, scheiße, zu eng in der Kurve. Naja, einen Fehler kann man sich ja mal erlauben. Was ist das? Okay. Nein! Woher habt ihr... Oh, zum Glück. Der war für Mario. Wäre sonst am Arsch gewesen. So, jetzt darf nur kein blauer Panzer kommen, dann hab ich's. Tschüss, Luigi. Sehr gut. Ich will endlich diesen gespiegelten Pokal weghaben. Ich hasse gespiegelt. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Das ist mein Hasspokal irgendwie, weil ich. Mag die Schrecken gespiegelt nicht. Die sollen so normal sein wie immer. Fertig. Na toll, eine Münze. Hilft jetzt nicht so bei der Verteidigung. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken, weil sie so wunderschön ist. Und ich merke gerade, wenn ich rede, dann fahre ich scheiße. Egal. Ach Mario, klauen wir doch nicht mal die Banane. Okay. Sieht sie nicht schön aus, die Strecke. Ich glaube, es ist eine Game Boy Advance-Strecke. Ich denke, damals sah sie richtig, richtig hässlich aus. Ich glaube nicht, dass da so viele Hintergrunddetails waren und die Strecke so geil und alles. Ich denke, sie war abgrundtief hässlich. Wie so viele Strecken von damals. Ich freue mich ja schon auf Mario Kart. Jetzt
ehrlich, da bin ich schon richtig heiß drauf. Bis dahin habe ich wohl hier auch alle Pokale auf 3 Sterne, damit ich ein Gewissen beruhigt habe. Ja, meine Ehre gerettet habe. Und dann würde ich mich gerne Mario Kart 9 widmen. Das hätte schon was. Aber erstmal muss Nintendo ja mal die NX vorstellen, bevor man da irgendwelche Spiele drauf veröffentlichen kann. Ich bin auch gespannt, was sie für Starttitel haben. Also bei der Wii war es ja eindeutig Wii Sports. 2 Jahre später kam der Mario Kart, Super Smash und sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was waren denn so die richtigen Starttitel bei der Wii? Das ist natürlich jetzt schon 10 Jahre her. Ich glaube, ich habe sie auch erst 2007 bekommen. Ah, ich weiß, 2007 gab es auf jeden Fall Galaxy. Super Mario Galaxy, das weiß ich, weil das war mein erster Titel quasi dafür, der richtig geil war. Was war dann ja auch kein Release-Titel. Also was hatten sie eigentlich neben Wii Sports? So ein Startangebot. Da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Was hatten sie denn da alles? Irgendwie... The Legend of Zelda Twilight Princess natürlich. Das kam ja zeitgleich, oder... relativ zeitgleich mit der GameCube-Version. Ich schätze auch mal, dass sie es beim neuen The Legend of Zelda so machen, dass sie das gleichzeitig für Wii U und NX veröffentlichen. Weil sonst hätten sie den Release nicht so verschoben, glaube ich. Ich denke, die brauchen einfach noch Optimierungszeit für die NX. Und dann hauen sie das beides gleichzeitig raus. Ähnlich wie bei Twilight Princess. Aber ich schätze mal, dass da ein grafischer Unterschied sein wird. Bei Twilight Princess damals war es ja so, dass auf dem GameCube war es ein ganz normales Zelda. Und auf der Wii sah es grafisch genauso aus, bloß halt gespiegelt, da man ja mit der Wii-Mode auch ein bisschen steuern konnte. Die Wii-Steuerung wurde ja unterstützt. Und da man die in der rechten Hand hielt, musste links sein Schwert auch in der rechten Hand halten und dann haben sie die ganze Welt gespiegelt. So, aber grafisch gab es halt keinen Unterschied und ich denke mal, dass die NX grafisch doch mehr kann als die Wii U. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Also momentan sind ja so die Gerüchte, dass es wohl auf Xbox One Niveau sein wird, die Leistung, wobei ich das nicht hoffe, weil das wäre echt wenig. Weil ich finde die Xbox One nicht sonderlich stark und sie ist auch von 2013. Also da könnte sich die Nintendo NX ruhig ein bisschen technisch nach oben hin abheben. Ich finde, das sollte schon drin sein. Aber egal, zurück zu den Starttiteln. Also bei Wii fällt mir ehrlich gesagt gerade nichts ein, da war ja noch ein bisschen... zu jung, sage ich mal, das da habe ich das noch nicht so aktiv verfolgt in dem Alter alles. So, dann kommen wir mal zur Wii U. Was waren da so die Starttitel? Also Zombie U, das weiß ich noch, das wird ganz groß geworben und war dann ja doch nur so mittelmäßig. Dann New Super Mario Bros. U war ein Starttitel, das weiß ich noch. Fanden viele Leute gar nicht so geil, weil sie ja, aber auf dem 3DS kamen ja ein paar Teile raus in dem Zeitraum, auf dem DS war ja auch noch nicht so lange her. Und auf der Wii gab es ja auch New Super Mario Bros. Wii. Und da hat sich der U-Teil quasi nicht so abgehoben, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich muss sagen, ich habe mir das jetzt ein paar Jahre später geholt. Gab es ja gratis zu Mario Kart 8 bei mir. Ich muss sagen, der Teil war echt geil und ein Starttitel, sehr solide, würde ich sagen. Das fand ich jetzt mal gar nicht so schlimm. Aber die Leute haben damals halt erwartet, dass er so ein Knaller ist. Und Super Mario Galaxy 3 haben ja viele erwartet auf der Wii U. Und ich denke, wir können jetzt sicher sein, dass es nie kommen wird. Das wäre natürlich ein krasser Release-Titel gewesen, da in Super Smash Bros. Mario Kart, ne, diese Bestseller, sage ich mal. Da haben viele erwartet, dass die dabei sind. Aber ich glaube, im Endeffekt waren gar nicht so viele Nintendo-eigene Starttitel dabei bei der Wii U. Es war einmal Zombie U von Ubisoft war das, dann Assassin's Creed 3 war zu der Zeit, ich glaube Darksiders 2, New Super Mario Bros. U von Nintendo, und sonst weiß ich gar nicht so genau. Aber ich glaube, die Starttitel waren auch nicht so dolle. Sind sie eigentlich bei keiner Konsolengeneration, wenn man ehrlich ist, weil... ich sag mal so, diese ganz großen Titel, die jede Konsole hat, ne, also Halo, Uncharted, Mario Kart, sowas, ne, auf den Plattformen, das sind Titel, die brauchen da noch ein bisschen Entwicklungszeit, weil am Anfang sind meistens ja nur so ein paar Ports dabei, sage ich mal, von aktuellen Spielen auf die neue Konsole, die rauskommt. Dann sind, ja, so ein paar Eigenkreationen dabei, aber ich sag mal, diese ganz großen Titel,
wo man immer sagt, das sind so die System-Seller für die jeweilige Plattform. Die brauchen halt auch ein bisschen Optimierung. Wenn man das gleich zum Release raushaut, wo man die Konsole noch nicht so gut kennt, dann denke ich, hat man auch nicht das beste Spiel, was man technisch machen könnte. Ja, zum Beispiel Mario Kart 8 jetzt sieht ja mal richtig Porno aus, kann man mal so sagen. Aber ich denke nicht, dass das gleich zum Release der Wii U technisch möglich gewesen wäre. So von der Optimierung der Treiber etc. Ne? Oder dass die Entwickler sich auf dieser neuen Umgebung gut auskennen. Von daher denke ich, das war schon so... Oder ist schlauer, die großen Titel tatsächlich nicht bei Release rauszuhauen. Weil sie dann halt technisch und spielerisch wahrscheinlich hinter den Möglichkeiten bleiben. Man sollte so ein paar so viele Grundtitel haben. Wie schon gesagt, dieser New Super Mario Bros. Teil zum Beispiel. Sowas, das ist ja, ne? Könnte ich mir auch vorstellen, dass auf dem NX vielleicht sowas am Anfang erscheint. Dann wird auf jeden Fall das neue Zelda erscheinen. Aber das wird jetzt ja auch nicht das, wahrscheinlich nicht das letzte Zelda sein auf der NX. Von daher ist das schon okay, so als... Einfach vielleicht, um die grafischen Unterschiede aufzuzeigen von Wii U zu NX, ist das vielleicht ein ganz guter, geeigneter Titel, so zum Release. Ich schätze, das wäre schlau, das so zu machen. Das machen sie aber auch. 100 Pro. Dann ist ja auch so ein Gerücht momentan im Umlauf, dass das neue Super Smash, nach Wii U-Detail, dass der vielleicht sofort für die NX verfügbar sein wird, aber da weiß ich noch nicht. Der letzte Super Smash-Teil ist noch so jung. Man hatte so viele DLCs jetzt zuletzt, also wurde auch noch so aktiv unterstützt, das wäre irgendwie hart, wenn da jetzt schon der nächste Teil rauskommt. Würde ich auch nicht so gut finden. Ich schätze mal, Nintendo sollte wieder so ein paar Ports bringen. Ihr Zelda, vielleicht noch so ein New Super Mario Bros. Oder Pikmin 4, irgendwie sowas, was nicht so super AAA ist von Nintendo, aber so solide für den Einstieg, dass es sich auch lohnt, zum Release einen NX zu holen. Irgendwie so. So sollten sie das machen. Gut, ich habe gewonnen. Freut mich. Und ich würde mal sagen, wir sollten uns von der NX überraschen lassen und ich hoffe, dass sie mehr Leistung hat als die Xbox One und PS4. Ja. Ich glaube, im nächsten Part gehe ich noch ein bisschen auf die aktuellen Gerüchte zur NX ein. Oh yeah, sauber überholt. Auf ganzer Linie. Schön. Also dann, Leute, bis zum nächsten Part und den aktuellen NX-Gerüchten. Bis denn.